Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ertrunkene Leiche. Wer immer die verstümmelt hat. Ein Mensch war es nicht. Noch ein Ertrunkener. Noch schlimmer zugerichtet.
voll. So einen großen habe ich nicht mehr gesehen seit Ewigkeiten. Irgendwas sagt mir, dass er ein wenig aufgebracht ist. Wenn ich schon hier bin, kann ich mich ja auch umsehen. Unser freundlicher Troll verabscheut wohl Ertrunkene. Ein Brief? Der Troll scheint nicht ganz ungeschickt, aber dass er schreiben kann, hätte ich nicht gedacht. Angriffsplan für die Festung. Das habe ich anders in Erinnerung. Der Troll muss dessen Besitzer noch vor der Festung abgefangen haben. Offenbar haben wir dem Troll einiges zu verdanken.
Ein Wolfskopf? Ich kenne diesen Ort. Hier fanden die ersten Kräuterproben statt, bevor die Festung gebaut wurde. Ich sollte mich ein wenig umsehen. An dem die Monstertöter geschaffen wurden. Jetzt voller Monster. Welch Ironie. Hier wurden die Mutationen durchgeführt. Gute Akustik. Die Schreie der Kinder müssen weithin zu hören gewesen sein. Mutationstisch. Wie unser trauriger Albert. Nur noch trauriger. Dieser Geruch. Mutagene. All die Jahre und mir ist immer noch zum Kotzen. Dieser Geruch. Mutagene. All die Jahre und mir ist immer noch zum Kotzen. Das Labor, wo sie die Tränke gebraut haben. Die Gifte, sollte ich wohl sagen. Irgendeine Vorrichtung. Kaputt. Keine Ahnung, wozu das dienen soll. Ist vielleicht auch besser so. Ein Behälter für Kräuterauszüge. Ich kann mich noch an die Tees erinnern, die sie uns gegeben haben. Dieser Geruch, Mutagene, all die Jahre und mir ist immer noch zum Kotzen. Dieser Geruch, Mutagene, all die Jahre und mir ist immer noch zum Kotzen. Dieser Geruch, Mutagene, all die Jahre und mir ist immer noch zum Kotzen. Hier wurden die Kräuter vorbereitet. Germa, Nachtschatten, Wolfsbann, das Beste der Natur.
Beweg dich! Ja? Was ist denn, Wolf? Ich habe ein paar Notizen von Berengar gefunden. Offenbar hatte er ein Schwert in Arbeit. Thor Herne, du hast ihm geholfen. Ich habe ihn höchstens beraten. Er hat die Klinge zwar nicht geschmiedet gekriegt, aber mich wollte er auch nicht an den Amboss lassen. Wollte wie immer alles alleine machen. Aber dann ist der ganze Plan zum Teufel gegangen. Buchstäblich. Was meinst du damit? Berengar ist auf die Jagd nach einem Tschort gegangen. Das Vieh hatte sich im Tal hinter der Festung eingenistet. Er hat seine ganze Ausrüstung mitgenommen, warum auch immer. Vielleicht hat er befürchtet, dass ich am Schwert rumfummle, wenn er weg ist. Du kennst ihn ja. Jedenfalls erwies sich der Tschort als ziemlich stark, zu stark. Berengar musste fliehen. Und weil eine Ausrüstung von 20 Kilo unterm Arm doch etwas bremst, hat er alles fallen lassen. Kam blutbeschmiert und schamesrot zurück, sagte kaum was und verschwand bald darauf. Seitdem ist er weg. Den Rest der Geschichte kenne ich. Wie finde ich das Lager des Tschorts? Ich wusste, du würdest es zu Ende bringen wollen. Am besten nimmst du den Flussstrom abwärts, soweit du kommst. Aber pass auf, Berengar hatte seine Schwächen, aber er war ein verdammt guter Kämpfer. Wenn der Tschort noch da ist, könnte das ein Höllenritt werden. Thank you.
Komm schon! Hier verschwindet der Fluss. Es kann nicht mehr weit sein. Ui, ein starker alter Bulle. Kein Wunder, dass Berengar Schwierigkeiten hatte. Sag mir, was du zu bieten hast. So viel zum Chord. Jetzt Berengars Sachen suchen. Ah, das Schema. Es wird nicht einfach sein, das Tor Herne zu schmieden. Aber ganz sicher ist es den Versuch wert.